Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist, hier zum dritten und letzten Teil der Beziehungstypen-Serie. Heute kümmern wir uns um den sicheren Beziehungstypen, der letzte von den drei Typen. Wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, ist es ganz wichtig, dass du das erste sowie das zweite Video schaust, damit du verstehst, was hier abgeht. Das heißt, die beiden letzten Videos hier auf dem Kanal, das erste und zweite Video und hier das dritte abschließende Video zum Thema Beziehungstypen, was eben ganz wichtig ist, wenn du irgendwann mal, egal ob Kurzzeit- oder Langzeitbeziehung, gute Beziehungen mit Frauen führen willst. Das bezieht sich auch auf sexuelle Sachen, das bezieht sich auf viele Problematiken, die Männer mit Frauen haben. Und heute schauen wir uns eben den sicheren Beziehungstypen an. Wir haben in den vergangenen Videos schon über den sicheren Beziehungstypen in der einen oder anderen Hinsicht gesprochen, indem wir über den ängstlichen und vermeidenden gesprochen haben, aber wir wollen heute nochmal ein abschließendes Video zum sicheren Beziehungs- oder Bindungstypen machen. Also, wie gesagt, wenn du nicht weißt, wovon ich rede, schau erstmal die anderen beiden Videos, dann wird, glaube ich, auch einiges klar. Wie schon gesagt, es gibt zwei unsichere Beziehungstypen, die haben wir schon durch, und den sicheren Beziehungstypen. Und der sichere Beziehungstyp, der zeichnet sich eben dadurch aus, dass er A, in der Lage ist zu kommunizieren, seine Bedürfnisse zu kommunizieren, seine Wünsche zu kommunizieren, und B, in der Lage ist, auf Wünsche, Bedürfnisse der anderen Personen oder der anderen Person in dieser Beziehung einzugehen. Das ist das, was den sicheren Beziehungstypen ausmacht. Der sichere Beziehungstyp hat auch kein Problem damit, wenn eine Person nicht zu ihm passt. Der sichere Beziehungstyp hat dann nicht den Eindruck, oh mein Gott, das ist die einzige Person, die zu mir passt, das ist die eine richtige, und wenn ich die jetzt nicht kriege, ist alles verloren. Das machen oft ängstliche Personen, aber die sichere Beziehungsperson hat auch nicht den Eindruck, oh Gott, nee, da passt ja gar nichts zu mir und ich muss unbedingt meine Freiheit mir bewahren. Ganz im Gegenteil, die sichere Person eher den Eindruck, hey, es gibt viele interessante Leute für mich da draußen und ich werde schon eine Person finden. Das heißt, der sichere Beziehungstyp geht auch mit positiven Mindsets, positiven Glaubenssätzen Richtung Beziehung einher. Der sichere Beziehungstyp geht davon aus, hey, ich behandle den Partner liebevoll und respektvoll und er wird mich liebevoll und respektvoll behandeln. Und der sichere Beziehungstyp hat auch kein Problem, einen Partner gehen zu lassen, wenn er das nicht macht. Der sichere Beziehungstyp ist deswegen so, naja, wichtig, weil er, das habe ich in anderen Videos schon mal erzählt, sowohl den ängstlichen als auch den vermeidenden Typen sicherer machen kann. Wir haben im letzten Video darüber geredet, dass ängstlich und vermeidend ja so eine gewisse Problembeziehung hat, weil die beide ganz unterschiedliche, sich gegenüberliegende Bedürfnisse haben. Der Vermeidende möchte eher weg, der Ängstliche möchte eher mehr Nähe. Und deswegen ist es für beide sehr, sehr hilfreich, wenn sie mit einem sicheren Beziehungstypen zusammenkommen. Denn der sichere Beziehungstyp, der ist sowohl in der Lage, auf dieses, naja, Rückzugsverhalten und Freiraumverhalten des vermeidenden Beziehungspartners einzugehen, ohne gleich auszurasten und sich zu denken, oh nein, was wird das, ich verliere ihn jetzt, ich muss irgendwas machen, wie der ängstliche Beziehungstyp. Der sichere Beziehungstyp kann auf der anderen Seite aber auch auf den ängstlichen Beziehungstyp eingehen, denn er hat ja keine Angst vor Nähe. Er hat keine Angst vor der ganzen Nähe, die der ängstliche Beziehungstyp möchte, und ein ängstlicher und ein sicherer sorgt auch dafür, dass der ängstliche Beziehungstyp durch den sicheren selbst sicherer wird, weil er eben diese Bestätigung bekommt. Der sichere Beziehungstyp hat kein Problem damit, dem Ängstlichen zu sagen, ja, dass er ihn mag und dass er ihn gerne sieht. Und das gibt dem Ängstlichen eben die Sicherheit. So wie der sichere Beziehungstyp kein Problem damit hat, dem Vermeidenden zu sagen, dass es okay ist, wenn er mal Abstand braucht und dass ihn das nicht aus der Bahn wirft. Das heißt, für den sicheren Beziehungstypen läuft im Grunde alles, was mit Beziehung und Bindung zu tun hat, sehr, sehr gut. Und auch das hier ist wieder, naja, begraben oder ist wieder erschaffen worden, natürlich in den Beziehungen, die vorher waren, auch in den Beziehungen in der Kindheit und in den Beziehungen logischerweise zu den Eltern, die auf irgendeine Art und Weise sicher waren. Das heißt, das waren Eltern, die sind auf ihre Kinder eingegangen, haben sich um ihre Bedürfnisse gekümmert und das Kind hatte einfach das Gefühl, ja, ich kann mich auf meine Eltern verlassen oder ich kann mich allgemein auf die Leute, mit denen ich in einer Beziehung bin, verlassen. Ob das jetzt Eltern sind oder die ersten Partner, mit der vielleicht diese Person zusammen war. Und wie gesagt, das ist das Optimum, wo du hinkommen kannst, weil dann kannst du zufriedenstellende, glückliche und auch langfristig funktionierende Beziehungen führen. Das wird dich aber auch im kurzzeitigen, ja, Bereich besser machen. Das ist ja das, was ich eben schon mal gesagt habe. Es geht jetzt hier nicht nur um langzeitliche, monogame Beziehungen. Es geht um Beziehungen aller Art, die du mit Frauen führen kannst. Und wenn du jetzt so eine kurze Affäre mit einer Frau hast, ja, das ist natürlich auch eine Art von Beziehung, die du mit der Frau führst. Und auch in so einer Situation kann zum Beispiel der ängstliche oder der vermeidende Beziehungstyp schon komplett ausrasten. Eine kurze Affäre über ein paar Wochen, da kann der ängstliche Beziehungstyp schon die Krise kriegen, weil er nicht genug Bestätigung kriegt und der vermeidende Beziehungstyp sich schon zurückziehen wollen, weil es ihm zu viel wird. Und deswegen, auf jeder Ebene des Dating-Prozesses hilft dir ein sicherer Beziehungstyp. Und wie man hinkommen kann zu einem sicheren Beziehungstyp, das habe ich ja auch in den vergangenen Videos schon erwähnt. Ganz wichtig ist zuerst einmal die Kommunikation bzw. die Bedürfniskommunikation. Das habe ich beim ängstlichen Beziehungstypen erwähnt.
Werd dir darüber klar, was du brauchst, was du willst und kommuniziere das. Und sei auch ja, in Ordnung damit, Leute auszusortieren, die darauf nicht eingehen wollen. Denn das macht der sichere Beziehungstyp. Wenn der sichere Beziehungstyp was ausdrückt, ein Bedürfnis kommuniziert und beispielsweise die andere Person macht sich darüber lustig oder geht überhaupt nicht darauf ein oder redet überhaupt nicht über diese Thematiken, nämlich Bedürfnisse und was, dass man das braucht, dann hat der sichere Beziehungstyp gar kein Problem damit, diese Person gehen zu lassen. Der ist dann auch nicht böse auf diese Person, aber er merkt halt, hey, diese Person kann mir nicht das geben, was ich brauche. Aber auf der gleichen Ebene ist der sichere Beziehungstyp dann davon überzeugt, dass er diese Person finden wird, die bereit ist, ihm das zu geben, was er braucht. Und natürlich gibt die sichere Beziehungsperson auch im Umkehrschluss dann das Gleiche der anderen Person. Und wenn du jetzt auf einem dieser unsicheren Pole festhängst, dann ist es sehr hilfreich für dich, einen sicheren Partner zu finden. Ich habe im letzten Video schon darüber geredet, wie sich das vielleicht anfühlen könnte. Schau da doch mal rein. Ne? Du erinnerst dich vielleicht, dass ich gesagt habe, dass die Beziehung zu einem sicheren Beziehungstypen sich für die unsicheren Typen ja, sehr entspannt anfühlt, nicht viele Hochs und viele Tiefs hat. Und wenn du so eine Beziehung hast, ja, der andere geht auf dich ein, der andere sagt dir, dass er dich cool findet, dass er dich mag, dass er dich gern sehen will und es fühlt sich emotional so an, dann könnte es sein, dass du mit einem sicheren Beziehungstypen ja, anbandelst oder zusammen bist. Und das ist sehr gut für dich, wenn du unsicher bist. Das wird dich auf Dauer eben sicherer machen und das ist einer der besten Wege, wie du sicherer werden kannst. Was du auf jeden Fall lassen solltest und was nicht dazu führt, dass du sicherer wirst, ist, ja, wenn du gegen deine Bedürfnisse arbeitest. Das heißt, wenn ein ängstlicher Beziehungstyp sich die klassischen Flirt-Tipps zu sehr zu Herzen nimmt, ja, wenn der ängstliche Beziehungstyp anfängt, auf Abstand zu gehen und cooler zu tun, als er ist und so zu tun, als wäre er gar nicht bedürftig, obwohl er es ja ist. Ne? Also so änderst du das halt nicht. Du änderst nicht deine Bedürftigkeit, indem du so tust, als wärst du nicht bedürftig, denn dann bist du immer noch bedürftig. Du änderst deine Bedürftigkeit, indem du mit einem sicheren Beziehungstypen ja, zusammen bist und er dir das Gefühl gibt, hey, deine Bedürfnisse sind okay. Egal, ob du jetzt ängstlich oder vermeidend bist. Du musst die Erfahrung machen mit anderen Personen, hey, deine Bedürfnisse sind okay und auf deine Bedürfnisse wird eingegangen. Und es passiert auch nichts Schlimmes, wenn du deine Bedürfnisse kommunizierst. Der vermeidende Beziehungstyp muss die Erfahrung machen, dass es okay ist, wenn man einer anderen Person näher kommt und dass man trotzdem seine Freiheit behalten kann. Und die ängstliche Beziehungsperson muss ja die Erfahrung machen, dass sie nahe kommen kann und dass der andere dann nicht wegläuft. Und beides funktioniert eben am besten mit einem sicheren Beziehungstypen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Frauen, wenn du jetzt ein Mann bist, sondern natürlich erstmal umgekehrt auch auf Männer, wenn du eine Frau bist, aber auch auf deinen Freundeskreis. Denn es gibt auch Freunde, die sind besser und schlechter. Es gibt auch Freunde, wo du sagst, hey, guck mal, das und das funktioniert irgendwie nicht in unserer Freundschaft, die dann, keine Ahnung, sich denken, oh, über sowas reden wir nicht, hahaha, ha, ha, du hast Bedürfnisse. Und das sind dann vielleicht Leute, die eher nicht so deine Freunde sein sollten, weil, ja, du kannst mit denen dich halt auch überhaupt nicht weiterentwickeln. Das heißt, wenn du Freunde hast, die dir so überhaupt nicht zuhören und so überhaupt nicht auf dich eingehen, ja, keine Ahnung, kannst vielleicht mit denen mal Fußball spielen gehen oder was auch immer oder mehr so spaßige Aktivitäten machen, aber ob das wirklich Freunde sein sollten, in die du viel Zeit investierst, ist dann halt die andere Frage. Es muss halt natürlich geben und nehmen sein. Es muss halt funktionieren auf jeden Fall. Und diese sicheren Leute kannst du dir eben in so ziemlich jedem Umfeld suchen. Ne? Ob es jetzt weibliche Freunde sind, männliche Freunde, weibliche Partner, männliche Partner, natürlich deine Eltern, klar. Wenn die sicher sind, ist das wunderbar. Wenn nicht, dann ist das ein bisschen weniger wunderbar. Das heißt, wenn du jetzt nicht so die sicheren Eltern hast, solltest du vielleicht überlegen, dann auch mal aus dieser Beziehung auszusteigen, so ein bisschen mehr. Also jetzt vielleicht von zu Hause auszuziehen, wenn du da wohnst, weil ja, das hält dich sonst leider immer gefangen in dieser negativen Spirale. Soviel zum sicheren Beziehungstypen. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Schau dir, wie gesagt, nochmal die anderen Videos an. Wir sehen uns leider erst am Sonntag wieder. Ich bin jetzt am Wochenende im Coaching. Hier kannst du den Channel abonnieren, auch die Glocke drücken. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.